Und damit herzlich willkommen zurück zu NES The Remix. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und Leute, wisst ihr, wie sehr mich Excitebike aufgeregt hat, als ich das nachgeholt habe hier? Wisst ihr, wie sehr mich das aufgeregt hat? Oh Gott, gut, genug. 23 von 25. Es heißt, alle Gegner besiegen. Und wie two Marios und der eine ist ein behinderter Typ. Oh Gott, das, ich sehe, was die Schwierigkeit hierbei ist. Oh Gott. Ich würde sagen, da. Das ist dumm gewesen. Ja, okay, geil. Aber so klappt's. So klappt's. Lauf, tot. So, das dürfte shiny sein. 9,4, doch. Nicht? Ihr habt sie nicht mehr alle. Wir haben Ice Climber freigeschalten, cool. Freut mich. Neuer Stempel. Und ich will diesmal mit der Partlänge nicht so übertreiben. Aber ich glaube, das werde ich müssen. Weil ich mir ein Ziel gesetzt habe. Und zwar... Komm. Und zwar... Hier die restlichen... Auf Shiny. Plus Excitebike auf Shiny. Ich weiß, ich werde es bereuen. Lacker! Aber das ist jetzt shiny. Ba, 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 ba. Nicht? Ihr habt sie nicht mehr alle. Gut, werde ich wieder nachgucken, wie das geht. Nächstes Level. Erreiche den Zielpfahl. Rennt Mario von selbst? Nee. Gut, dann resette ich mal eben kurz. Woran liegt hier die Schwierigkeit? Ich glaube, jetzt kommen hier Riesenkugeln, will ich, ne? Yep. Oh mein fucking Gott. Das ist nicht gut. Level 1-3. Mit Riesenkugelwillis. Oh Mann. Wie soll ich das verstehen? Ist das einfach nur warten, so dass die einen nicht treffen, oder? Das war doch Skill. Also da muss man schon zugeben, das war Skill. 22-2. Nicht shiny. Ihr habt sie nicht mehr alle. Neuer Stempel. Mario. Und... Ja. 25 von 25, lass beide blasen. Ach, ich muss die Blasen treffen. Mhm. Gut, da gibt's irgendeine Taktik. Aha, okay. Sammle alle Münzen ein. Ich Noob. Ich bin tatsächlich noch gestorben. Gut. Aber das lief skillhaft jetzt. Wir haben auch 6 Herzen. Heißt, wir haben locker eine große Chance. Was? Wir 5 Rivalen von ihren Maschinen. Ihr habt sie nicht mehr, ne? Nächster Rivale. Oh Gott, was ist denn das für ein Bullshit? Das dauert jetzt schon viel zu lange. Ne, das starte ich neu. Das dauert jetzt schon viel zu lange. Das geht einfach schneller. Aber was ist das zur Hölle? Warum? Bling, bling, was ist das?
Wir haben schon wieder 5 Minuten totgeschlagen. Ach, es ist so schlimm, wie die Zeit vergeht einfach. Wenn man Spaß hat. Time up! So, 5 Rivalen von den Motorrädern. Du bist Nummer 1. Nummer 3. Die haben sich sehr... Warte, Nummer... Wo ist Nummer 3? Die knocken sich gerade alle selbst aus, ne? Das finde ich nicht so geil. Ey, fuck! Warum knocken sich die alle selbst aus? Vollidioten! Da opfere ich nochmal ein Herz. Weil ich da einfach was Skillhaftes hinlegen will und nicht so ein Noob-Run. Das wollen die ja auch. Ja, die knocken sich halt auch alle so dumm selbst aus. Hier. Nein, die hätte ich doch gar. Hä? Das waren doch 5. Irgendwie zählt das nicht mit. So. Lauf, Mario. Sammeln 20 Münzen. Ja, Lauf, Mario heißt, der rennt von selbst, ne? What the? Das ist krank. Das ist krank. Hallo? Versteht er das? 3. Gut. Gut. Springen über 3 Fässer. Wo sind denn 3? 1. 2. Oh Gott. Nee, komm, das restart. Einfach nur grunden schlecht. Ja, habt ihr nicht mal, ne? Das ist Hardcore! Besiege Bowser als unbesiegbarer Luigi. Hui! Trotzdem, kranke Scheiße, das wird schwer auf Shiny. Ja, war klar, dass das nicht Shiny ist. Ja, immerhin haben wir überall die 3 Sterne. So, eben gespeedet. Yay, wir haben einen einen Goldrahmen, aber kein Shiny, weil die 3 hier sind krank. So, aber ich würde sagen, Excitebike, dann machen wir auch eben fertig. Das dürfte jetzt eh nicht mehr allzu schwer sein gegen Ende. Wenn eine Runde auf Strecke 1 ohne Sturz. Eine Runde. Ja, wenn die sich natürlich verpissen, dann ist das geil. Ah, ich hasse euch. Aber ich kenne die Strecke. Ich habe die auswendig gelernt, so gesehen. Ist es die? Nur mit ein paar mehr Dreckflächen. Aber ansonsten ist das genau die Strecke. Hallo? Was kann ich denn dafür, wenn mir der Typ reinfährt? Das ist echt das Witzige dran an dem Spiel. Wenn mich ein Typ ausnockt, was kann ich dafür? Das ist echt... Habt ihr das gesehen zum Beispiel? Was konnte ich da dafür? Ich war in der Luft. Ich konnte mich nicht mal bewegen. Behinderung, der Typ. Ganz im Ernst. So eine Behinderung. Kleine Motorradbehinderung ist das. Lacker. Komm, fahr. Gut. 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 Vollfett. Hopsa. Sehr schön.
29 Sekunden, 30,7, das ist shiny. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wir haben fast 200 Sterne, das ist auch sehr schön. Aber das Spiel hat noch viel mehr zu bieten als 200 Sterne. Yay! Von Wrecking Crew. Und das letzte Level. Da stehen wir ganz alleine am Start. Das gefällt mir. Schlage die Bestzeit. Alleine? Alleine! Ich liebe das Spiel. Alleine ist das so easy going. Guckt es euch an. Als ob ich da Probleme hätte. Erster Lap. Habe ich halt keine Probleme. Merkt man. Weil mich halt keiner rumschubst wie ein Behinderter. Deswegen finde ich das ja auch so unfair. Das war jetzt auch mehr Luck, meiner Meinung nach, dass ich mich an die Stelle noch schnell erinnern konnte. Oh yeah, 57,13. So eine gute Zeit, echt. Yeah. Aber nicht shiny! Was habt ihr? Die haben irgendwas gegen mich. Die Verschwörung ist da im Gange. Irgendeine Verschwörung. So, Excitebike wäre damit Gold, aber eben nicht shiny Gold. Und ich will nur mal shiny Gold! Die Endmusik ist episch. Ah, als ob dein Leben davon abhängen würde. Okay, ich war ein bisschen schneller. Aber jetzt habe ich halt Probleme hier mit dem Tempo. Aber gut, das habe ich geklärt. Wirklich immer komplett ausnutzen muss der Tempo. Das ist so krass einfach. Guckt euch an, wie ich das immer komplett ausnutze. Badababa, ich mag die Musik, die ist richtig gut. Komm, schneller. Yeah. 1-2-1, wieder nicht. Das ist... Irgendeine Verschwörung ist da im Gange. Wenn ich nur wüsste, welche. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir in dem Part geschafft haben. Wenn ich jetzt noch den Rest Shiny nachhole, bin ich zufrieden. Ich bin da eigentlich drüber gefahren, bevor es überhitzt war, aber... Ja, wisst ihr was? Egal! Die Stelle, die bremst mich immer so richtig aus. Habt ihr ja eh gesehen, die eine mit den zwei Schanzen. Wenn ich da nur wüsste, wie ich da Zeit rausholen könnte. Das wäre richtig gut. So. Gut. Gut. Ah, wieder nichts. 57, 13 oder 16 kann ich vergessen. Kann das nicht irgendwie schneller nach vorne gehen? 37.
30 Sekunden, wahrscheinlich 40 muss ich. Was? So viel Zeitverlust, echt. Oh Gott. Ja, Leute. Bevor ich jetzt den Part noch ewig in die Länge ziehe und das die ganze Zeit versuche, würde ich sagen, ich cutte das und ich blende es euch wieder einmal ein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war Part 10 von NES Remix. Bis dann und tschüss.